Ich sag dazu nur, dass ich gerne dein Haar hätte. Ist das deine natürliche Farbe? Du bist wirklich wunderschön. Findet ihr nicht, dass sie perfekt ist? Ist das deine richtige Nase? Ja. Gott, das Leben ist echt unfair. Gigi ist gerade aus der Werkstatt gekommen. Sie ist noch etwas empfindlich. Du hast dich operieren lassen? Bei dir klingt das, als wäre es was Schlechtes. Schönheits-OPs sind nur gute Körperpflege. Stell dir vor, du würdest ein Jahr lang nicht Zähne putzen. Ich gehe zu dem Kerl hier in Beverly Hills. Andrew. Dr. Andrew. Sie ist in ihn verliebt. Natürlich liebe ich ihn. Sieh mich doch an. Er nennt mich seine Bionic Woman. Ist das ein Kompliment? Wie ich höre, sind deine Eltern tot. Das muss echt schwer für dich sein. Hast du sonst noch Familie? Nein. Niemanden mehr? Aber du hast bestimmt einen Freund. Sie will ja bloß wissen, mit wem du vögelst. Sorry? In Georgia ist der Himmel auch so unendlich weit. Da kommt man sich als Mensch auf der Erde winzig klein vor. Hier kann man sich auch klein fühlen. Geht's dir so? Ja, manchmal. Als kleines Kind habe ich mich nachts heimlich aufs Dach geschlichen. Ich fand, der Mond sah aus wie ein übergroßes, rundes Auge. Und ich guckte nach oben und fragte: Siehst du mich? Manchmal bin ich stundenlang da oben gewesen und hin und wieder sogar eingeschlafen, so beim Träumen. Wovon hast du geträumt? Was mal aus mir wird. Und was wird aus dir? Das habe ich nie richtig rausgefunden. Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, schreiben kann ich auch nicht. Ich kann eigentlich nichts. Aber hübsch bin ich. Und ich kann mit hübsch sein Geld verdienen. Also. Ich sehe täglich 20 oder 30 Mädchen, die sich hier vorstellen. Die meisten kommen aus kleinen Städten und sie träumen von der großen Welt. Und sie sind alle gut. Aber du wirst großartig sein. Schönheit ist nicht alles. Sie ist das Einzige. Sie hat das gewisse Etwas. Sieh dir Jessie an. Wer will Trockenobst, wenn man Frischfleisch haben kann? Ich weiß, wie ich aussehe. Frauen würden töten, um auszusehen wie ich. Eine Party oder was? Weißt du, wie meine Mutter mich immer nannte? Eine Gefahr?